Hallo, in meinem heutigen Video beschäftige ich mich mit einem Junauer und YouTuber Drachenlord. Regelmäßig lädt dieser Streams hoch, in denen er fertig gemacht wird. Er hat es, wie man sich's also denken kann, nicht leicht. Doch wer ist schuld daran? Die Hater? Böse Menschen? Oder vielleicht Rainer Winkler selbst? In diesem Video werden wir uns ein wenig umgucken in den dunklen und verborgenen Archiven des Rainer Winklers, des Drachenlords. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich so viele Informationen, die ich über Rainer Winkler gesammelt habe, in dieses Video packen soll. Deshalb tut es mir für alle Hater schon mal ziemlich leid, dass ich wirklich nicht alles ans Tageslicht bringen kann. Ich habe mich dazu entschlossen, mit einer bösen Sache anzufangen. Denn Rainer Winkler hatte einen Feuerwehreinsatz bei sich zu Hause. Man nennt das auch Swatting. Es kommt aus Amerika und das Wort Swatting oder das Verb kommt halt vom Nomen SWAT. Ja, das spezielle Einsatzkommando halt. Und jemand hatte halt die, Feuerwehr nach Rainer Winkler gerufen. Das Gute ist, die Feuerwehr ist dort sehr in der Nähe, so konnten sie auch schnell wieder zurück. Aber der Rainer war natürlich sehr sauer. Und im gleichen Stream hat man noch gesagt, dass man seinen toten Vater, der an, ich glaube, Prostatakrebs gestorben ist, ausbuddeln möchte. Sehr makabere und böse Witze. Hat das ein Mensch verdient? Alter, was seid ihr? Sagt mal, was seid ihr eigentlich für kranke Bastarde, Alter? Dein Vater wird ausgebuddelt. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank, sagt mal? Das ist jenseits jeder Vernunft. Überlegt euch mal, was ihr da überhaupt schreibt, ey. Ohne Scheiß, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße nochmal? Ey, ganz ehrlich mal. Macht euch mal klar in eurem kranken Schädel, was das für eine Scheiße Laber ist. Dein Vater wird ausgebuddelt. Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Habt ihr keinen Respekt vor den Toten? Ja, mein Vater ist tot. Der ist vor fast 4 Jahren gestorben. Ey, die haben echt keinen Respekt vor den Toten. Sagt mal, habt ihr echt noch eine Macke im Kopf, Alter? Wie wird's euch gefallen, wenn eure Eltern tot sind und ich mich darüber lustig mache? Ey, ihr habt doch echt nochmal alle Tassen im Schrank, Alter. Auf der einen Seite muss man sagen, dass man sich natürlich nicht über Tote lustig macht. Und schon gar nicht bei den Trauernden. Auf der anderen Seite muss man sagen, Rainer Winkler. Wieso geht jemand auf einen solch, sagen wir mal, kindlichen und dummen Kommentar überhaupt ein und regt sich vor allen Dingen so auf? Das ist doch genau das, was die Leute wollen. Aber Rainer Winkler. Hey, ohne Scheiß nochmal. Da kriege ich jetzt aber echt zu viel. Ihr habt doch echt nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Ihr könnt eingesperrt und zwar alle miteinander. Die so eine Scheiße schreiben, ey. Ohne Mist. Ohne Scheiß, Alter. Du bist fett, du bist dumm, du bist hässlich, lass ich mir alles noch eingehen. Aber sowas, Alter. Ey, ihr habt echt nicht mal alle Tassen im Schrank. Bis jetzt habe ich es nicht mal absichtlich überlesen, aber so eine Scheiße nochmal. Und dann sich auch noch nennen, Rainers Vater ist tot. Ey, sag mal, ihr habt doch echt eine Macke, Mann. Nun gut, jeder kann sich seine eigene Meinung da bilden. Ich spule ein bisschen weiter. Und zwar kommt es dann gleich live zum Einsatz. Der Rainer Winkler sieht aus dem Fenster schon das Blaulicht. Da kann man nichts dagegen machen, ey. Immer wieder dieses Lü-Lü-Lü, das gibt's doch nicht alle. Dieses Lü-Lü-Lü steht eigentlich für Lügenlord, da der Lord oft lügt. Moment. Nun kommt Herr Winkler entsetzt zurück. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen Großalarm bei mir ausgerufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Etzeler, fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann jetzt sein. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, Scheiß-Hater, Alter. Schwöre ich euch. Tschüss. Tja, das ist Cybermobbing der härtesten Stufe, kann man schon fast sagen. Aber nein, es geht noch besser. Was heißt besser? Also, schaut euch das an und ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ja, lieber Rudolf. Du bist jetzt ja schon relativ lange tot, seit 2011 schon. Lange hast du nicht gelebt, dein Grab. Ja, es gibt auch schönere Gräber, aber zumindest haben dir ein paar kleine Fans ein Fläschchen bereitsam hinterlegt. Das ist sehr löblich.
Ja, was kann ich dir erzählen? Mit einem Fläschchen Breitsamer meint er den Breitsamer Honig. Ich erkläre euch oder ich zeige euch kurz, was es damit auf sich hat. Mette-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Heute mal ein kleines Video über, für, mit und oder Breitsamer Honig. Ja, das Video hier heute hat heute den Titel Drache auf Breitsamer. Ich habe mir gedacht, wir machen heute eine wissenschaftliche Studie Hochwissenschaftlich. über Breitsamer Honig. Einen Löffel von Breitsamer benutze, was ich für Wirkungen erhoffe, wie lange es dauert, bis die Wirkung auch einsetzt. Der erste Honig von Breitsamer natürlich ist der helle, harte. So wie ich, wenn ich an die Hater Girls denke. Ah. Geil. Und jetzt nicht zu viel. Das sollte reichen. Jetzt hätte ich fast vergessen, die Wirkung zu erklären. Erhöhte Potenz und erhöhten IQ. Naja gut, wie auch immer. Schauen wir uns mal das Video weiter an. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Rudolf, halt es mal aus. Dein Sohn macht sich prächtig. Er ist beruflich sehr erfolgreich. Selbstständig. Im Mediengewerbe tätig. Sehr viele Fans. Riesiger Erfolg bei Frauen. Er hat praktisch eine Frau nach der anderen. Das ist unfassbar, wie er sie durchzieht und wegknallt. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Er ist, wie gesagt, er ist bescheiden, er ist gütig, er ist erfolgreich. Er hat sich alles wirklich selbst hart erarbeitet und er pflegt wirklich dein Haus und dein. Ja, ich kann aber nicht ganz bleiben. So, Rudi, altes Haus. Um dich gnädig zu stimmen, haben wir noch einen schönen Monster-Drink für dich. So, da. Bitte, werd kein Zombie. Komm nicht wieder. Tu mir nix. Ich würde sagen, ciao, Kakao. Wir brauchen uns darüber gar nicht unterhalten, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Nein, das brauchen wir nicht, denn wir sind uns hoffentlich alle einig, dass sich das nicht gehört, dass man dort einen Energy hinstellt und solche Worte sagt. Respekt vor den Toten ist schon wichtig. Einen Witz zu machen oder jemanden damit aufzuregen, ist die eine Sache. Wirklich dorthin zu fahren, und das ist schon ein wenig zu hardcore, aber ich weiß auch nicht, was das sollte. Naja, gut. Da sind wir uns jetzt einig. Kommen wir zum nächsten, denn das Ganze kann natürlich auch noch getoppt werden. Natürlich, klar. Im Leben von Rainer Winkler ist nichts unmöglich. Schauen wir uns das nächste Video an. Wir sehen im Hintergrund Rainer Winklers Haus. Später hören wir Rainer Winkler. Für die musikalische Untermalung bin ich natürlich nicht verantwortlich. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass sich über Rainer Winkler lustig gemacht wird. Natürlich haben wir das Ausmaß noch nicht gesehen, denn wenn er mal online ist und streamt, unglaublich. Ich weiß nicht, wie er das durchhält. Tapferer Mann. Und wir denken, es kann ja gar nicht schlimmer kommen. Aber doch in der Tat, der Höhepunkt aller Gefühle steht uns jetzt bevor. Und bitte, haltet euch fest, denn Rainer Winkler hat jemanden einen Heiratsantrag gemacht, den er noch nicht einmal im Leben gesehen hat. Und ihr könnt es euch denken, ein Rainer Winkler. So, ich würde jetzt ein bisschen warten. Hörst du mich, Rainer? Ja, ich höre dich. Hoffentlich gibt es jetzt keine Rückkopplung. Ja. Alles klar, dann funktioniert ja alles. Hat jetzt ein bisschen Verzögerung halt alles, ne? Musst bedenken. Ja, vielleicht machst du mal
Oder nee, egal. Passt schon. Also Leute, ihr könnt mal zu ihr mit in den Stream schauen. Dann sind wir gleich, also wir sind jetzt beide gleichzeitig online. Also Leute, ihr könnt mal zu ihr mit in den Stream schauen. Ja. Boah, ich habe 3.800 Views. Nein, 4.000. Ja, ich habe jetzt 4.426. Krass. Geht ja voll schnell. Ja. So. Jetzt haben wir einen Endvergleich. Dann würde ich sagen, willst du jetzt sagen, was Sache ist? Du hast sogar mehr Zuschauer als ich, krass. Nee. Ja, ich warte noch ein bisschen. Na, jetzt haben wir also etwa... ich habe gerade schon ein bisschen Lampenfieber. Ja, nicht nur du. Warum sie Lampenfieber hat und warum sie in diese Ecke dort hinten guckt, werden wir leider gleich erfahren. Ja, also du hast sogar jetzt mehr Zuschauer wie ich, also so oder so kannst du, glaube ich, anfangen. Ja gut, ich werde mal so langsam anfangen, würde ich sagen. Genau. Also Leute, ihr wisst wahrscheinlich, warum ich hier bin. Also manche von euch haben ja gemeint, mich gibt's gar nicht, dass der Drachenlord sich das alles einbildet und sonstiges. Aber ja, hier bin ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch so sagen soll. Und irgendwie wollte mir Drache noch irgendeine Frage stellen. Deswegen würde ich halt sagen, ja, leg mal los. Ja, also ist im Prinzip recht simpel. Ein paar von euch haben es ja auch schon erraten und alles. Und ich sehe es momentan ja so, dass viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will. Und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber... ja. Oh Mann! Ist das dein Ernst? Ja, schon. Und ich sollte jetzt eine Antwort drauf geben. Prinzipiell hast du es ja schon getan. Jetzt ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Meine werten Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich jetzt fest an. Es folgt ein reiner Winkler. Okay. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Mami! Oh Mann, Rückwandstück, das ist ja großartig. Ihr steht zu meinem Ziel. Tröst euch jetzt! Oh, wartet doch auf mich, Leute. Oh meine Leute, ich bin Dorian, der Übermensch. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie VBT-Qualifikation 2015, das Lügenwort-Hörspiel. Herzlich willkommen beim Serienfinale. Neben mir sitzt meine bezaubernde Assistentin Erdbärchen. Genau. Ihr habt mich verarscht. Meine Güte, Rainer.
Es war wirklich gar nicht so schwer, dein fettes Herz für uns zu gewinnen, weißt du? Das war der Staffel. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hab's gewusst, dass es so endet, war klar. Ja. Eine Frage steht nun im Raum. Ich denke seit Anbeginn. Wie können Menschen so grausam sein und warum überhaupt? Wieso? Und hat ein Mensch das verdient? Na gut, sie kannten sich 2 Wochen und haben sich nie gesehen und jeder Idiot hätte das merken müssen, dass es eine Verarsche ist, vor allem, weil ihn die ganzen Leute noch gewarnt haben, aber okay. Versuchen wir nun zu ergründen, woher dieser ganze Hass kommt und warum überhaupt Lügenlord. Naja. Zunächst einmal muss man wissen, dass Rainer Winkler, also der Drachenlord, selber Schuld daran hat. Er trägt die alleinige Schuld, dass Leute überhaupt wissen, wo er wohnt, denn dieses Video hatte er für kurze Zeit online, doch es hat natürlich gereicht, um es sich auf dem PC zu sichern und im ganzen Internet zu verbreiten. Aber seht selbst, und natürlich auch dies wieder aus einer Tragödie heraus, denn seine Familie wurde von Hatern angegriffen, aber schauen wir doch erstmal. Metal, Leute. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Drecksack und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Irgendeiner, ich weiß es nicht wer, es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht wer es war, irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Natürlich ist jedem Zuschauer jetzt klar, das war keine gute Idee. Doch wenn das noch keine Herausforderung war an jeden Hater, und wir haben ja schon gesehen, sie kommen vorbei, wenn das wirklich keine war, dann folgt sie jetzt. Denn jetzt fordert er wirklich jeden heraus, der noch ach so lieb zu Hause sitzt. Aber naja, das soll ja nicht den Hass allein erklären, doch wir schauen uns das trotzdem noch an. Wenn jemand meint, er kann meine Familie beleidigen oder irgendwie meint, jemanden fertig zu machen, ja, der nichts damit zu tun hat mit dieser Scheiße, ja, dann soll er herkommen, schmeiß ihm so die Prügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Ich hab keine Angst von euch kleinen Pissern. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin, und weil ich vielleicht der Kasperler bin für euch. Ich sag euch was. Mettler sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig, wenn ihr meint. Aber lasst andere Leute da raus. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Und wenn einer meint, meine Schwester anzugreifen oder meine Familie oder Freunde oder generell irgendjemanden und ich bin in der Nähe, ich prüge die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt zu mir! Ja, und ein neuer Spruch ward geboren. Den Prügel rausholen oder den Prügel rausschlagen oder den Prügel rausschmeißen. Auf jeden Fall irgendwas mit Prügel. Naja, kommen wir zum nächsten Video. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, heute mal ein kleines Hashtag fragt Drache und einen kleinen Vlog, zwischendurch noch so einen Vlog für den Anfang des Monats. Da ist meine CD kaputt. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal direkt mit ein paar Fragen an. Es sind ein paar gute Fragen mit dabei. Ein paar Leute haben extrem viele Fragen gestellt, deswegen hier an dieser Stelle mal, pro Video mache ich eine Frage pro Person. Das bedeutet, wenn ihr 50 Fragen stellt, bringt es gar nichts, außer mich. Dieses dämliche Gelaber überspringen wir jetzt einfach mal, denn ich finde, sowas kann man auch in die Videobeschreibung oder sonst wohin packen oder vorher abklären, was auch immer. Auf jeden Fall, glaubt mir, es ist kürzer, dass ich das hier erkläre, als würden wir uns das angucken. Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Nun, da muss man natürlich sagen, darf ich lebenslängliche Sachen mitnehmen, also quasi Sachen, die ich auf lebenslangen Vorrat dann habe, oder nicht? Wenn ich die auf lebenslangen Vorrat habe, dann würde ich sagen Energy und Lebensmittel und natürlich, das wäre dann eine normale Sache, die ich sowieso mitnehmen würde, meine Freundin, die ich hoffentlich bis dahin irgendwann mal kenne.
oder ansonsten eben meine Freundin, die ich noch nicht kenne, und ein Buch, mit dem ich survivalen kann. Das heißt, wo halt ein bisschen so Sachen drin stehen, wie man was Bestimmtes macht, baut, welche Pilze giftig sind, welche nicht giftig sind und so weiter und so fort. Damit man da ein bisschen Überlebenstipps hat, was man essen kann und was nicht. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Das heißt, Hammer, Säge, Axt und so weiter, solche Sachen, damit ich halt da auch ein bisschen leichter an Arbeit, auch damit ich da auch ein bisschen leichter was bauen kann. Gut. Also ich würde auf jeden Fall ein Atomkraftwerk mitnehmen und meinen Rechner und, also wirklich jetzt mal, also wirklich, ne, also. Dann würde ich sagen, die nächste Frage kommt von Gerhard Stempf. Und zwar hat er gemeint, hi, weil's cool ist, fährst du gerne Motorrad? Ha? Wie finden Sie das? Born to be wild. Weil's cool ist, springt man gerne von der Brücke? Nee, also ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Also, nein. Und ich backe Kuchen, nicht weil er ungesund ist, sondern weil er mir schmeckt. Aber eigentlich backe ich keinen Kuchen. Wenn du was erfinden möchtest, würdest, Verzeihung, wenn du was erfinden würdest, was wäre es? Wenn ich was erfinden würde, dann wäre es etwas, was den Hatern oder den Leuten, die einen Hater-Kommentar schreiben, eine Ohrfeige verpassen würde, sobald sie nur daran denken, einen Hater-Kommentar zu schreiben, damit sie mal überlegen, ob das, was sie machen, richtig ist oder falsch ist. Oh, was für ein Schelm. Ja, aber wir kommen später dazu, weshalb ich jetzt gerade so beschissen schwul gegrinst und gelacht habe. Naja, vom Grinsen kriegt ihr nichts mit. Apropos Grinsen, weiter geht's. So, die letzte Frage für heute ist von Hans zu Georg, oder zu dem Georg, komischer Name. Kannst du deinen Penis immer noch sehen, oder geht es nicht mehr wegen dem Fett? So, Entschuldigung, aber ich muss jetzt hier nochmal die Frage zwischendurch schnell beantworten, weil ich wollte die ehrlich beantworten und anständig beantworten. Auch wenn es eine Trollfrage ist, denn ja, ich kann meinen Penis noch sehen. Aber für alle, die das nicht wissen, beziehungsweise für alle, die da selbst vielleicht das Problem haben, dass sie dick sind oder kräftiger gebaut sind, hier mal die Sache, falls man es nicht weiß, für die Jüngeren. Wenn man dick ist, dann wirkt die Gesamtlänge des Penis kleiner, weil ein Teil des Penises vom Fettpolster überdeckt wird, das man unten in der Leiste hat. Was wiederum dafür sorgen kann, dass die Gesamtlänge des Penis kleiner ist, als er eigentlich ist. Dazu kommt dann noch zusätzlich die Sache, dass es dann einen Unterschied gibt beim Penis. Es gibt den sogenannten Fleischpenis und den sogenannten Blutpenis. Der Fleischpenis ist von vornherein größer, während der Blutpenis kleiner ist. So, und der Unterschied zwischen Fleisch- und Blutpenis ist darin, der Fleischpenis wird in erregiertem Zustand nicht größer, während der Blutpenis um einiges wächst. Das heißt, man könnte fast sagen, dass es Frau sogar überraschen kann, wenn man einen Blutpenis hat, weil man dadurch am Anfang kleiner wirkt, aber in tatsächlicher Größe wirklich größer ist. Kurzum, ja, ich kann meinen Penis noch sehen. Falls jetzt die Frage aufkommt, ich weiß, dass sie aufkommt, ja, ich besitze einen Blutpenis, keinen Fleischpenis. Und ja, zu guter Letzt, macht euch nicht immer Gedanken drüber, wer hat den größeren, wer hat den kleineren Schwanz. Sieht man den seinen Schwanz, sieht man den seinen Schwanz nicht. Das macht keinen Sinn, Leute. Die Größe ist sowieso meistens auch von... Die Größe ist sowieso nicht immer förderlich, ist manchmal auch hinderlich. Gut, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein, bis dahin, euer Drachenlord. Ciao. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt. Ich sage mal Hashtag Lustlord und das Format Lustlord kommt sogar von ihm selbst und das möchte ich euch auch einmal zeigen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß. Warum höre ich mich gerade wie so ein perverser Schlüpferriecher an? Na egal. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Heute ein kleines Video zum Thema Lustlord und ein neues Format gleich mit dazu. Es wird ein neues Format geben. Dieses Format nennt sich Hashtag Lustlord1510, also so wie es hier steht. Und bei diesem Format geht es um sexuelle Sachen
Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Also ich kann ja schon mal spoilern, das hat er auch schon mal erzählt, dass er noch nie eine Freundin hatte und er hat ja auch schon gesagt, dass er keine geküsst hat. Und weshalb sollte denn so einer über Sexthemen offen reden und wahrscheinlich, denke ich mal, den Leuten Tipps geben wollen, für Leute, die, ja, sage ich jetzt mal, solche harten Themen nicht gewohnt sind, die können versuchen, ein Stückchen vorzuspulen. Allen anderen wünsche ich angenehmes Bestehen. Ja, das ist gut. Ich werde von jeder Person eine Frage beantworten, werde jede Frage beantworten, die ich hier habe, jede einzelne. Wie gesagt, aber nur eine pro Person, mit einer Ausnahme. Neptuni hat gefragt, Hashtag Lustlord1510. Was für Sexspielzeuge oder Masturbationshilfen besitzt du bzw. würdest du gerne haben? Ich betone nochmal, warum sollte er Tipps geben? Und warum antwortet er überhaupt auf so etwas? Und vor allen Dingen, was er gleich antwortet? Wieso? Wieso denn nur? Hört doch selbst. Hierzu gleich gesagt, ich wurde auch gefragt, ich wurde allerdings von der Person auch andere Sachen gefragt, deswegen habe ich die Frage rausgenommen. Ich wurde auch gefragt, wie groß mein Penis ist, zwischen 16 und 17 cm. Und ja, das war wirklich kein Witz und ich bin damit voll auf zufrieden. Aber hier zum Sexspielzeug jetzt dazu gesagt, und deswegen habe ich jetzt meine Penisgröße gesagt, ich habe eine sogenannte Penispumpe. Das ist unter anderem auch dafür, das kann dafür sorgen, dass der Penis auch größer wird. Ob das wirklich funktioniert oder nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das nie groß probiert. Ich habe eine da, einfach weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt und wie das ist. Aber ich selbst habe jetzt da nicht irgendwie probiert, ob ich das wirklich schaffe, größer zu werden. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich bin mit meiner Größe vollkommen zufrieden. Die Leute werden sicherlich diese Information wertvoll verarbeiten und auf gar keinen Fall auf irgendeine dumme Idee kommen, dich irgendwie zu beleidigen. Nein, sie werden dich respektieren für das, was du hier sagst. Aber selbst wenn Rainer diese Worte hören würde, er würde mich ganz einfach als Hater betiteln und mir den Prügel rausschmeißen. Gut. Eine weitere Sache ist, was ich an Sexspielzeug habe, ich habe diese sogenannten Masturbationshilfen. Das ist im Prinzip die Nachahmung einer Frau. Ist aber natürlich völlig für den Arsch, also das taugt überhaupt nichts und ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowas euch mal zulegen wollt, lasst es, das bringt euch überhaupt nichts. Danke für den Tipp, damit habe ich mir bestimmt 40 bis 70 Euro gespart. Danke Rainer, ehrlich. Mein Gott, was würde ich nur ohne dich tun? Ich hätte mir fast so ein Ding bestellt. Ich persönlich habe davon, also mir persönlich zumindest bringt es überhaupt nichts. Vielleicht bin ich auch einfach nicht groß genug dafür oder nicht vom Umfang her groß genug dafür, aber mir persönlich taugt das überhaupt nicht. So, und ein letztes Spielzeug, das ich momentan noch besitze, ist ein sogenanntes Prostata-Massagegerät. Das ist im Prinzip wie ein Vibrator, nur dass es eine spezielle Form hat. Ich könnte das jetzt hier zeigen, werde ich aber nicht machen, wegen Jugendlichen, falls doch mal jemand hier das drauf schaut. Im Prinzip ist es halt wie ein Vibrator. Ich bin ja bisexuell, von daher ist das eigentlich ganz angenehm. Und ja, es ist wie ein Vibrator, dass er eine bestimmte Form hat. Also es ist nicht einfach nur so die Länge, sondern es hat schon eine spezielle Form auch. Die nächste Frage kommt von Dexi und zwar hat sie gemeint, @drache offiziell, hast du einen besonderen Fetisch? #lustlord1510. Ein Fetisch selbst bei mir, also dass ich irgendwas trage zum Beispiel, habe ich nicht. Aber ich finde es zum Beispiel geil, wenn andere Männer Damenwäsche tragen. Oder ja, transsexuelle Menschen finde ich auch ziemlich interessant. Aber einen eigenen Fetisch irgendwie und vor allem einen besonderen Fetisch habe ich jetzt eigentlich, soweit ich weiß, nicht. Abgesehen vielleicht davon, dass ich gerne unter der Dusche Sex habe oder auch halt gerne einen anderen Mann gerne masturbiere und dabei auch kontrollieren kann, wann er kommt. Also das ist etwas, was mir persönlich sehr gefällt. Gut, die nächste Frage ist von DeNoisem. Und zwar hat er gemeint, warum gibt es #lustlord1510? #lustlord1510 gibt es deswegen, weil ich immer wieder Fragen zu meiner Sexualität gestellt wurde und ich mir gedacht habe, das könnte ein ganz interessantes Format werden, weil ich persönlich, ich habe kein Problem, offen über Sex zu sprechen. Wenn ich jetzt wirklich Privatleute treffe, bin ich da ein bisschen zurückhaltender, aber wenn ich jetzt wirklich reell mit Menschen hier auf YouTube oder auch über Skype oder so spreche, habe ich damit kein Problem. Im reellen Leben habe ich damit auch kein Problem, aber da bin ich immer ein bisschen zögerlicher. Privat, also ein wenig zögerlicher. Okay, ich denke, das ist jetzt der passende Zeitpunkt, da man ja eh merkt, dass ich ein wenig gegen unseren armen Freund hier bin. Also das ist der perfekte Zeitpunkt, einmal das Lü-Lü-Lü spielen zu lassen. Viel Spaß. So, ich rede heute mit der Claire. Hallo Claire. Hallo Michael.
Freut mich, dass du so spontan Zeit hattest. Ich habe mir gedacht, ich habe ja schon mal vor kurzem mit dir gesprochen über deine, in Anführungszeichen, Beziehung zum Drachenlord. Ja. Und damals hast du mir erzählt, dass die Beziehung schon kurz vorm Ende steht. Kannst du vielleicht noch mal kurz dazu was sagen und auch, wie das dann wieder quasi begonnen hat mit dem Drachenlord? Wie seid ihr wieder zusammengekommen? Ja, dieser Beitrag ist von, man kann es oben rechts sehen, vom Regenbogenschaf. Ich würde sagen, dem größten Erzfeind des Drachenlords. Und Drachenlord meinte, er hätte wohl zusammen mit Regenbogenschaf sich das Konzept ausgesucht und ausgedacht, dass sie halt mit dem Regenbogenschaf ihn haten, damit er mehr Klicks kriegt. Nun gut, aber was ist das jetzt für ein Übergang, den ich hier mache? Wenn ihr das gesamte Video hier sehen wollt, das gesamte Interview, dann müsst ihr natürlich zum Regenbogenschaf und seinem Video natürlich einen Klick geben. Aber nun gut. Ja, also damals ist unsere Beziehung geendet, weil ich nicht mit meinen besten Freunden in einem Bett schlafen durfte. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Also meine Freundin schläft immer mit ihren besten Freunden in einem Bett und mit meinen Kollegen. Außer mit mir. Also, ne? Ich bin ja kulant. Nein, hören wir mal weiter. Es fängt ja erst gleich an. Aber trotzdem, das ist ein sehr bescheuerter Grund, den auch noch an erster Stelle zu nennen. Na, vielleicht kommt das Unwichtigste ja zuerst. Das wird wohl so sein. Ich will nicht so viel labern. Ihn immer hörig sein musste. Ich sollte unbedingt zu ihm kommen, wenn ich mit ihm nicht schlafe und auch nicht ohne Gummi. Ich musste mich immer dann und dann melden. Habe ich das nicht gemacht, wurde ich beschimpft als alte Schabracke. Hatten wir ja schon. Und mein Hund durfte ich nicht mitnehmen, weil er Angst vor Hunden hätte. Also deinen eigenen Hund durftest du nicht mitnehmen zu ihm nach Hause? Genau, den sollte ich abschieben. Da habe ich zu ihm gesagt, dann geht das aber nur ein oder zwei Tage, dass ich zu dir komme. Und dann hat er gesagt, naja, dann komme ich einfach mit zu dir. Weil ich habe ja eh besseres Internet. Er wollte sein Greenscreen mitnehmen, damit man nichts vor meiner Wohnung sieht. Also ein Pornodreh stand quasi auch dann an, sozusagen. Okay. Den hat er mir natürlich vorgeschlagen, ja. Ernsthaft? Natürlich. Okay. Na, nur für uns beide. Falls ich dann mal keine Zeit für ihn habe, weil wir ja etliche Kilometer auseinander wohnen, dann könnte er sich das immer angucken, wenn er alleine wäre, sagte er zu mir. Okay, und also er wollte auf alle Fälle aufs Gummi verzichten. Das war die Bedingung. Er wäre ja sauber. Wenn er denn was hätte, hätte er es ja schon gemerkt, weil er ja das letzte Mal Sex hatte, angeblich mit 14. Ja, logisch, er ist ja auch Doktor in eigentlich fast allem. Natürlich, also, nicht so gerne in Literatur. er hat gesagt, er geht vorher nochmal zum Arzt und lässt sich testen, damit ich auch sicher sein kann. Ja, man merkt auf jeden Fall, Drachenlord ist, wenn die Frau nicht lügt, ein sehr liebevoller Mensch. Aber keine Sorge, zum Thema liebevoll kommen wir gleich natürlich noch. Wir fahren auf jeden Fall erstmal mit dem Lustlord-Video weiter und gucken, was sich dort noch Schönes finden lässt. Was uns vielleicht einen Eindruck in die Psyche des Drachen ermöglicht. Die gleiche Person, deswegen ist das hier die Ausnahme, hat gefragt, Sex, Fragezeichen, zwinkernde Smiley. Nein, vielen Dank. Nachtkern Reality, und zwar hat sie gemeint, was denkst du über Analsex, Hashtag Lustler 1510. Nun, was soll ich über Analsex denken? Also ich finde ihn geil, sowohl bei mir als auch wenn ich bei anderen das mache. Ich habe damit kein Problem und ich finde es echt extrem geil. Was soll ich dazu sagen? Von daher. Okay. Andy@Drache offiziell, Hashtag Lustler 1510. Schleifst du dein linkes Ei auch immer auf dem Boden hinter dir her? Wookie hat gefragt, Hashtag Lustler 1510. Magst du flüssige Schokolade als Stimulationsmittel? Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber interessant vorstellen. Ich persönlich bin allerdings jemand, ich mag Schokolade allgemein gar nicht eigentlich. Bin also überhaupt kein Fan von Schokolade, außer von weißer Schokolade, die mag ich unglaublich gerne. Aber sonst, ja, ich kann mich da auf jeden Fall mal drauf einlassen, habe aber sowas noch nie probiert, von daher, ich weiß es nicht. Gut, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Ich muss jetzt kurz einen Cut machen, weil es ist immer ein bisschen blöd für mich momentan. So,
Wir haben hier die Frage von Timmy Boro. Er hat gefragt, Drachenlord 1510, Hashtag Lustig 1510. Ich werde versuchen, das wieder wegzulassen und nur noch die Fragen vorzulesen. Er hat gefragt, rasierst du dir den Schambereich? Ich muss sagen, ich finde die Frage sehr gut formuliert. Hier ein Pluspunkt für dich. Wenn ihr Fragen gut formuliert und anständig fragt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wenn ihr die allerdings hochgradig, vulgär ausdrückt, dann, das mag ich überhaupt nicht. Also da kann ich auch schon mal zickig reagieren. Also wenn ihr so ganz normale Fragen auch legitim fragt. Ja, wir wissen es jetzt. Die Frage war total nett und professionell gestellt und ach, Kackenwurst hier. Also ich spule mal zu einer Stelle, die interessant ist. Das ist ja alles nur normales Sex, dummes Gelaber, was sowieso keinen Arsch irgendwas bringt. Naja, egal. Konkuru. Und zwar hat er gefragt, hast du dir schon mal ein Gemüse, zum Beispiel eine Gurke oder einen Rettich eingeführt? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ja zum einen habe ich ja Spielzeug, das habe ich ja schon gesagt vorhin. Und zum anderen, bei einer Frau habe ich damit kein Problem, also vaginal, aber anal würde ich das zum Beispiel nicht machen, weil ich bin jemand, ich hasse es, Lebensmittel zu verschwenden. Und daher würde ich anal sowas nicht machen, weil wenn es vaginal ist, dann habe ich damit kein Problem, das noch zu essen. Aber bei anal finde ich das überhaupt nicht. Die Erdbeeren als Lustkugeln und die Gurke, naja gut, das kennt man ja. Aber hey, passt in Zukunft auf, wo ihr euer Gemüse esst. So, die nächste Frage kommt von Chief Beef und zwar hat er gefragt, wenn du eine Familie haben willst, wie sieht es dann mit deiner Bisexualität aus? Wieso? Was soll dann mit meiner Bisexualität sein? Meine Bisexualität ist nach wie vor vorhanden. Was ist denn das für eine Frage? Mit meiner Frau, meine Frau wird es dann definitiv wissen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Meine Bisexualität hat damit nichts zu tun. Ja Mensch, welche Traumprinzessin auf dieser Erde wünscht sich denn nicht einen Mann, der von einem anderen Mann in den Arsch gefickt wird? Also ich denke mal, da gibt's keine Probleme. Vor allen Dingen, wenn du ja, wie du ja gesagt hast, 8 oder 10 Kinder willst oder so. Das ist auch kein Problem, wenn der Onkel Gerd mal vorbeikommt und ein bisschen den Papa reitet. Nein, also, ne. Lassen wir Drachenlords Sexualleben doch mal in Ruhe. Ich meine, klar, es ist öffentlich für jeden zu sehen, aber nein, wir wollen das jetzt nicht sehen. Aber trotzdem möchte ich gerne was darüber wissen, wie er sich das Leben mit einer Frau vorstellt oder wie er sich die perfekte Frau vorstellt oder überhaupt eine gute Frau und was er da so für Kriterien hat. Wir gucken uns das an. Metal, Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Oh yeah. Daddy Panache. Panache. Verzeihung, ich hab's wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Nochmal ein Mädel. Hashtag Drache. Wie soll deine perfekte Freundin aussehen und sein? Ich habe das bereits einmal in einem anderen Video gesagt und ich sag das jetzt hier auch nochmal. Ich habe jetzt nichts aus diesem Kommentar heraus interpretiert, aber ich habe es jetzt schon öfter gehabt, dass mich Leute per PN angeschrieben haben und gemeint haben, hey Drache, ich mag dich, finde ich voll süß und so weiter. Ich fange mit Fans nichts an. Würde ich nicht, werde ich nicht. Also manche von euch haben ja gemeint, mich gibt's gar nicht, dass der Drachenlord sich das alles einbildet und sonstiges. Aber ja, hier bin ich. Okay. Er war noch nicht mal offiziell ein Paar. Das war ja das erste Mal noch nicht so, jetzt erst beim zweiten Mal. Und dann hat er schon mit mir diskutiert, dass ich dann zu ihm ziehen soll. Ich habe gesagt, du, ich muss auch mein Studium machen. Hat er gesagt, keine Sorge, ich bin ja selbstständiger Schichtarbeiter. Ich arbeite von zu Hause und kann mich um die Kinder kümmern. Das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Einstellung. Ich möchte sowas nicht machen, weil das ist nicht mein Stil. Ich bin nicht dieser Typ, der von einer Frau zur nächsten rennt. Ich bin nicht dieser Typ, der sich irgendwie bekannt machen will, weil er irgendwie Mädels abschleppen will. Das ist nicht mein Stil. Das wird nie mein Stil sein. Das war auch nie. Es wird schon früher oder später mal vorkommen, denke ich. Und das habe ich auch teilweise schon gemerkt, dass halt Mädels wirklich auf mich zukommen und halt voll abgehen und alles. Auch wenn sie jetzt noch nicht so kreischend auf mich zurennen, wie man es bei anderen YouTubern oft sieht. Ich finde es cool. Aber ich würde mit Fans nie und nimmer was anfangen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hab's gewusst, dass es so endet. War klar. Und das habe ich auch teilweise schon gemerkt, dass halt Mädels wirklich auf mich zukommen und halt voll ab.
abgehen und alles. Ja, Rainer, und wie die abgehen? Richtig fette Party ist dann da. Naja, so viel zu dem Thema, er fängt nichts mit Fans an, aber wahrscheinlich haben ihn Erfahrungen doch ein wenig schlauer gemacht. Aber kommen wir jetzt doch mal zu dem großen Grund, warum ihr alle wirklich so hassen und gar nicht aufhören, ihn zu hassen. Kommen wir doch mal dazu, wie er seine Leute im Streams oder in Videos überhaupt behandelt, wie er sie beleidigt und fertig macht, denn wir gucken uns das einfach mal an. Ach ja, und dann kommt natürlich noch die Stelle, warum ich eben so schwul lachen musste. Yo, Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenstream. Findest du das lustig, Alu Akbar zu schreien? Du hast, glaube ich, keine Ahnung, was es bedeutet, Kollege. Du solltest dir vielleicht mal an die eigenen Eier fassen und zudrücken, wie Sau. Ja, Allahu Akbar heißt bestimmt nicht, dass Allah groß ist und über allem ist und was auch immer, auf jeden Fall irgendwas Heiliges. Es heißt bestimmt, ich spreng dich gleich in die Luft oder ich bringe dich um oder ich hack dir den Kopf ab. Drachenlord, du hast recht. Er hat es zwar nicht gesagt, aber, ne? Er hat einfach keine Ahnung und das ist es, was ihn sehr, sehr unbeliebt macht, aber wartet einfach ab. Es, wirklich, ich kann nicht alle Dummheiten von ihm in dieses Video packen. Wir würden hier in Wochen, Monaten noch sitzen. Wenn du das Gefühl hast, du stirbst, weißt du, was es bedeutet. Also halt die Fresse, wenn du keine Ahnung hast. Manche sagen, der Sinn des Lebens ist der Sinn, einfach sich fortzupflanzen. Andere sagen, der Sinn des Lebens ist der endlose Kreis. Wieder andere sagen, und das ist ein Zitat aus einem Film, der Sinn des Lebens ist, es endet. Frage ist ja auch, ob das, was wir wahrnehmen, real ist oder nicht. Aber das geht jetzt zu tief in die Materie. Da würde ich, glaube ich, jetzt 2 Jahre hier sitzen und labern. Wo ist Adi? Welcher Adi? Ich kenne überhaupt keinen Adi. Skull. Ich lese Instagram-Nachrichten, ich antworte aber meistens nicht. Aber nächsten Monat ist es endlich soweit. Außer es kommen wieder unvorhersehbare Sachen wie in diesem Monat dazu. Habe in dem Monat, glaube ich, nur noch 100 Öcken oder so. Also die ausgehen kann. Und davon geht der größte Teil fürs Essen drauf den Monat. Und nächsten Monat wird mein Auto wieder angemeldet und wenn ich dann noch ein bisschen was über habe, dann schaue ich ja mal, ob ich mir nicht einmal eine neue Kohle bestelle. Wann ich wieder grill? Wenn ich wieder Grillfleisch habe. Aktuell habe ich nichts zum Grillen und ich habe den Monat nicht so viel Kohle, dass ich mir 5 Euro oder 6 Euro für Fleisch ausgib. Das ist wie so eine Dose, ja? Wenn ich die so zusammendrücke, so schaut es dann mit deinem Arm aus. Du drückst dann quasi deinen Arm wie so eine Dose zusammen, wenn du gegen mich, wenn du mir eine reinhaust. Ich sehe nur weich und plüschig aus. Plüschig wegen meinen Haaren und weich wegen meinem Gewicht. Was trinkst du da? Sowas wie ein schwarzer Mors, nur als Seidler. Und wahrscheinlich weißt du nicht, was ein schwarzer Mors ist. Das ist ein Kirschlikör mit einem Cola gemischt. Kevin, lass die Abby raus. Die soll bei mir übernachten. Und es wird eine Nacht, die sie nie vergessen wird. Aber ich würde mit Fans nie und nimmer was anfangen. So auf die Dose draufklopfen, das mache ich immer. Bei jeder Dose, die ich aufmache. Das liegt daran, dass ich nicht möchte, dass die Dose überläuft. Ihr könnt eine Dose so hart schütteln, wie ihr wollt. 21 Mal draufklopfen, also ich mache es ja bloß 3 Mal, aber 21 Mal draufklopfen reicht. Dann kommen die ganzen Blasen nach oben und die ganze Luft geht raus, wenn ihr aufmacht. Mensch, ich habe gar nicht so viele Videos vom Drachenlord runtergeladen. Oder besser gesagt von den Hatern. Aber mir fallen so viele Widersprüche auf, es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass man das Lü-Lü-Lü so in Gold meißeln könnte. Ja, das ist so ziemlich das, was Frauen mir schon mein ganzes Leben lang antun. Siehe Ariella, siehe Claire, oder wie sie heißt. Annalisa gibt's dann, da gibt's so viele Geschichten, Leute. Das ist nicht mein Stil. Ich bin nicht dieser Typ, der von einer Frau zur nächsten rennt. Ich bin nicht dieser Typ, der sich irgendwie bekannt machen will, weil er irgendwie Mädels abschleppen will. Das ist nicht mein Stil. Das wird nie mein Stil sein. Das war das nie. Ja, nee, ist klar. Würde Atze jetzt sagen. Aber scheiß auf Atze. Weiter geht's. Glaub daran. Und ihr Kack-Hater-Wichs-Pisser, ja? Ihr könnt euch gleich mal verpissen. Denn wir sind immer noch stärker als ihr. Und ihr könnt mich seit 2 Jahren nicht besiegen, ja? Ihr versucht mich seit 2 Jahren fertig zu machen. Und seit 2 Jahren bin ich mächtiger. Merkt euch endlich mal, dass ihr Pisswichser in eurem ganzen Leben nie was reißen werdet. Und ich am Ende immer noch als Sieger dastehen werde. Solltet ihr euch vielleicht mal merken, ihr kleinen Pisswichser, Alter.
Wir lassen die kleinen Pisswichser jetzt mal spammen. Für alle meine Fans, ich schreibe da mal nett die kleinen Pisswichser, sonst erstmal ihr ganzes Gespamme machen. Es gibt mir nämlich Coins und Erfahrung. Und die Pisswichser haben am Ende sowieso nichts Besseres zu tun. Blöde Pisswichser! Feuer Engel, ich sag's jetzt ein allerletztes Mal. Hör auf, mich im Chat, wenn ich im Ding bin, so anzuschreiben. Oder ich werde dich wieder aus der Liste rausnehmen. Ich kann das nicht ausstehen. Wenn ihr 5000 Likes zusammenbekommt, stream ich bis 22 Uhr. Wenn ihr 5000 zusammenbekommt. Also los, Leute. 5000, dann bin ich bis 21 Uhr online. 10.000 bin ich bis 23 Uhr online. Er putzt seine Zähne bei Schmerzen. So ein Schwachsinn. Laber doch Müll, Alter. Ich habe auch keine Zahnschmerzen und habe vorhin Zähne geputzt. Du hast mal wieder voll den Plan von mir und kennst mich besser als ich mich selbst. Stream noch länger. Du bist doch Herze. Harzer. Harzer? Ja, natürlich. Du glaubst wieder, ich bin... Ja. Hast recht. Hast recht. Du weißt wieder mehr über mein eigenes Leben als ich, du Spasti. Leb wohl in der Hölle. Warum so viele Hater hier sind? Weil es Spastis sind. Solche Schwachmaten, ey. Und wenn ich bloß 10.000 Abos hätte, ich würde trotzdem mit dem gleichen Elan weitermachen wie vorher, weil die ganzen Spastis von Hatern, wenn die mich mal deabonnieren würden und endlich mal die Fresse halten würden, weil sie nie gewinnen können, dann hätte ich endlich mal gewonnen, ihr Spackos. So, ihr habt noch etwa eine Stunde Zeit, 1136 Likes zusammenzubekommen. Dann bleibe ich noch eine Stunde bis 21.30 Uhr. Also anstatt, dass Rainer Winkler jetzt seine Fans hier unterhält mit irgendetwas, keine Ahnung mit was, mit einem tollen Gespräch, verbringt er seine Zeit damit zu sagen, dass doch die Leute bitte Daumen geben sollten und alles Mögliche, weil er sich sonst verbisst. Ja, und wenn das noch nicht schlimm genug ist, dann redet er davon, dass er ja unbesiegt ist. Also Hashtag unbesiegt. Natürlich, Rainer, du bist unbesiegt. Wir können ja nochmal zum Anfang des Videos spulen, falls irgendwelche Leute unter euch sind, die wirklich denken, er ist unbesiegt. Naja gut, dieser mächtige, alleinstehende Rebell, wir gucken mal weiter. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre nach Japan ziehen und nach Japan werde ich dann ein paar Jahre zurück nach Deutschland kommen. Dann werde ich vielleicht mal ein Jahr nach Malibu gehen, dann werde ich ein paar Jahre in Mailand leben. Willst du eine japanische Frau haben? Ich muss sagen, japanische Frauen finde ich sehr erotisch und sehr anziehend. Haben auch sehr oft so ein freundliches Gesicht. Über die Hater werde ich heute nicht sprechen, Leute. Das haben sie dann einmal verdient. Du kannst dir nicht mal Grillfleisch leisten, möchtest aber nach Japan und dann kommst du wieder zurück irgendwann. Und wenn man schon mal in Japan ist, kann man sich natürlich noch eine Frau klar machen, weil die sind ja hübsch und lachen. Verdammte Scheiße nochmal. Leute, versteht ihr jetzt so langsam, warum man den Sack so langsam wirklich voll hat? Und er wird auf die Hater, nicht eingehen? Ich möchte 100 Euro wetten, dass er jetzt gleich sofort auf die Hater eingeht. Das ist also... Das war natürlich nur gespielt, dass ich mich hier aufrege. Mich lässt das natürlich eiskalt. Ne? Es ist ja immerhin ein Rainer Winkler. Wenn schon wieder nur Kindergartenkinder da sind, kann ich auch gerne eine Stunde aufhören. Fette Mistsau. Wo hast du mich jetzt gedisst, Alter? Hast du nichts Besseres drauf, du lahmarschiger Hinterkacker? Ohne Scheiß. Wenn euch irgendwas an meinem verfickten Stream nicht passt, dann schaut doch mal, dass ihr euren Arsch packt, woanders hingeht. Packt eure fetten Ärsche, wenn ihr rumhaten wollt, und geht woanders hin und kriegt euer eigenes Leben mal in den Griff, anstatt hier rumzuheulen, dass euer eigenes Leben für den Arsch ist. Die Hater sind nur zu dumm, um woanders einzuschalten oder generell einfach mal ihr eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Und weil sie neidisch drauf sind, dass ich mein Leben im Griff habe, oder besser als sie immer noch, ja, dann fangen sie an rumzuheulen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Sohn macht sich prächtig. Verdammt, Arschlöcher! Ja, Rainer, du hast dein Leben im Griff. Ihr amateurhaften kleinen Kinderwichser, Alter, ihr solltet lieber mal euer eigenes kriegen, anstatt bei mir hier rumzuholen. Etzala! 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 Das heißt Jetzala! Mit J, du Pfeife, Alter! Stirb in der Hölle einen qualvollen, grausamen, kleinen Kindergartentod, Alter! Hör mal lieber hier auf, rumzuspammen. Wer rumspammt, der hat nur geringes Selbstwertgefühl, ne? Das ist dir schon klar. Nur weil du einen 2 cm Schwanz hast, brauchst du hier nicht mit angeben und rumwedeln. Gibt es bald noch andere Themen als Hater? Würde ich gerne machen, aber du siehst ja, was hier los ist. Zahl doch mal deinen Strom.
fick doch du einfach mal deine Mutter. Ja, jemand hat es geschafft und hat Drachenlord die Frage der Fragen gestellt, der wirklich gesagt hat, gibt's eigentlich noch andere Themen? Siehst du, was hier los ist? Fick deine Mutter. Also Leute, ohne Scheiß. Wahrscheinlich hast du es gerade erst gemacht, deswegen bist du auch so psychisch geschädigt, Alter. Wie doof ist es denn, Alter? Willst du echt meinen, dass es auch nur im geringsten abfuckt, wenn Regenbogenschaf auch nur einen Cent verdient? Der ist dümmer als ein Stück Scheiße und hatte damals so viele Zuschauer wie ich. Und hört endlich auf, mich mit Regenbogenschaf Kasper zuzuspammen. Dieser Wichser hat in seinem Leben noch nie was gerissen und er wird auch in seinem Leben nichts reißen, weil seine ganze Existenz von mir abhängig ist. Was macht er, wenn ich morgen aufhöre zu streamen? Dann hat er keine eigenen Themen mehr und wird selber draufgehen. Hoffentlich stirbt er dann einen qualvollen, langsamen, grausamen Spacko-Tod, dieser Assi. Und seine Lügen von wegen, dass er verheiratet ist und eine Freundin hat und alles und Kinder, ganz ehrlich, wer das ernsthaft glaubt, hat echt die dümmsten Aktionen überhaupt. Ich habe viele Sachen erreicht und viele Sachen aufgebaut, die er noch nie in seinem Leben erreichen kann. Der Typ hat einfach nichts drauf, der labert nur Scheiße, der labert den ganzen Tag nur Scheiße. Ach, Twitch ist sowieso für'n Arsch. Wer auf Twitch streamt, ist der dümmste Mensch, den es gibt, Alter, ohne Scheiß. Bist du ein EMP-Partner? Nein, nicht. Es war eine Verarsche von den Hatern. Gute Verarsche, gut gemacht, aber es war eine Verarsche. Was wisst ihr von Regenbogenschaf? Habt ihr seine Fresse jemals gesehen, den feigen Drecksack? Habt ihr jemals ein ehrliches Wort von ihm gehört? Ey, mal ehrlich, fasst euch mal selber an den Kopf und denkt mal über seine Lügen nach. Nun gut, und wer das nicht glaubt, das ist der Alltag, wenn er live am Streamen ist. Also Beleidigung, 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 Beleidigung. Und dumme Themen, die keinen interessieren oder perverse Sexthemen. Also das, was wir jetzt gesehen haben, ist schon so der Standard- und Normalfall. Kommen wir dann zu weiteren Themen, die vielleicht das ganze Bild des reinen Winklers abrunden. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Rainer Winkler. Mette, Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, ich will nicht mehr auf meine Hater hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass es jetzt einen Anschlag in Paris gegeben hat. Der Anschlag in Paris ist etwas, worüber ich mich null informiert habe und über den ich eigentlich auch gar nicht sprechen möchte. Es ist nur wieder eine Sache, die ich wieder feststelle. Jetzt ist in Paris ein Anschlag gewesen, in einer Stadt, die für gewöhnlich nicht dafür bekannt ist, dass da Anschläge verübt werden. Ähnlich wie am 11. September beschäftigen sich jetzt im Moment wieder viele Leute mit dem Thema Terrorismus. In Paris war es wieder Terroranschläge. Mindestens 60 Tage. 60 Tode, Entschuldigung. Okay. Ich schau keine Nachricht oder so Zeug, ich krieg das nicht mit. Meine Meinung zu dem Thema ist einfach. Was bringt mir diese Info? Ich kann damit nichts anfangen. Soll ich diese Menschen wieder zum Leben erwecken oder was? Was erwartest du von mir? Was bringt mir eine Info, die ich nicht ändern kann? Schmeißt eure verdammten Waffen weg, macht sie alle platt, die Waffen, und dann haben wir endlich Frieden. Pass mal auf, Junge, wenn du noch mal meinen Hamster beleidigst, dann kriegst du eine fette Kugel in den Schädel. Ende der Geschichte. Aber manche Menschen müssen halt immer noch mehr Gewalt sehen. Ich prüge die Scheiße so aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht! Traut euch, kommt zu mir! Ich habe in einem Video neulich, oder Filme, ich habe in einem Livestream neulich gesagt, dass meine Hater nicht anders sind als Terroristen. Lieben Hater, ich würde euch eins mal empfehlen. Haltet einfach mal die Fresse. Ihr seid genauso Terroristen wie die Terroristen, die irgendwas in die Luft jagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass noch keiner zu Schaden gekommen ist. Bis jetzt. Ihr Terroristen, Kasper, Alter. Das ist in dem Fall auch richtig. Wobei vielleicht da noch kein menschliches Leben zu Schaden gekommen ist. Aber im Prinzip machen sie genau die gleichen Scheiße wie Terroristen. Sie hetzen tausende Leute, es kommen irgendwelche ständigen Anschläge, sei es jetzt mit Sprühdosen, wo mein Haus beschmiert wird, oder hier irgendwo die Straße, sei es irgendwelche anderen Geschichten. Ganz ehrlich, meine Hater sind nicht besser als Terroristen. Und für alle Hater da draußen, ich würde euch mal ernsthaft empfehlen, wirklich mal euer Oberstübchen aufzuräumen. Denn ihr behauptet immer, ich bin der Vollidiot und ihr benehmt euch selbst wie die größten Arschlöcher. Und dann frag ich mich, bin ich das Arschloch oder seid ihr? Du verfickte Bitch, Alter, leck mich am Arsch und stirb in der Hölle. Ja, ich weiß, es nervt einige, dass das immer wieder das Thema ist, aber ja. Und ich werde auf Regenbogenschaf nicht mehr eingehen und ich werde auch generell auch auf die Hate-Tweets nochmal eingehen.
Was soll man dazu sagen? Letzte Woche haben sie jetzt doch tatsächlich geschafft, mein Forum, das gerade mal 3 Tage online war, zu hacken, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass dieses Forum gelöscht wurde. Ich habe den Vorteil, ich habe da jetzt zwar Geld reingesteckt gehabt in das Forum, Geld, das ich selbst, das aus meiner Tasche geflossen ist, habe ich in dieses Forum gesteckt, dass ich euch ein gutes Forum bieten kann. Und wenn ich morgen keinen Bock mehr habe, lösche ich das ganze Forum wieder von vornherein raus, dann könnt ihr mich am Arsch lecken, ganz ehrlich. Mit einem Chat, mit Forummöglichkeiten, wo ihr schreiben könnt, mit einem eigenen Portal, wo ihr dann wirklich auch eine schöne Übersicht habt, mit Profilen, mit einem VIP-Bereich, da sind ein paar spezielle Leute, die immer wieder als Fans da sind und immer wieder mit dabei sind und immer wieder coole Sachen machen und immer wieder viel Zeit mit in dieses Projekt Drachenlord stecken. Das ist alles zu dem Thema. Dankeschön. Aber diese ganze Sache mit Ringbogenschaft, wie gesagt, das war eine abgekartete Sache bis zu einem gewissen Punkt. Und am gewissen Punkt war es dann, wie gesagt, Netzella wirklich so, dass vor kurzer Zeit er angefangen hat, absichtlich Scheiße zu bauen und mich wirklich hintergangen hat. Tja, blöd gelaufen! Ja, natürlich ist Regenbogenscharf und du, ihr seid die besten Bros, okay? Naja gut, kommen wir zum nächsten Livestream, falls wirklich ein paar Leute unter euch sind, die denken, ach, das kann gar nicht sein, dass er immer nur über die Hater redet, das muss ihm doch auffallen, oder? Nein, das fällt dem Drachen nicht auf. Und manchmal sind sogar Leute mit sehr viel Gehirn dabei. Oh, Frosch, wisst ihr, was geil ist? Ihr könntet ein bisschen liken, dass wir auf dem ersten Platz rutschen, das würde den Hatern wahrscheinlich richtig auf die Eier gehen. Für was? Dafür, dass du da sitzt und nichts machst? Halt doch einfach mal die Klappe, wenn du selber keinen Plan von der Welt hast, Alter. Ich mach das, was mir am besten gefällt und was ich möchte und was ich will. Und ich bin halt zufällig in der Lage, davon auch leben zu können. Wenn du mit deinem Hobby von deinem Hobby leben könntest, dann würdest du das doch auch machen. Also hör auf, so rumzuheucheln, Alter. Ohne Scheiß. Habe in dem Monat, glaube ich, nur noch 100 Öcken oder so, also die ausgehen kann. Warum schaust du überhaupt zu, wenn es dir nicht passt, Alter? Finde es schade. Was findest du denn schade? Ich habe euch auch schon, die ganze Zeit was für euch. Und ich reiß mir für meine Videos auch immer den Arsch auf YouTube. Würdet ihr mal aufhören, immer mit euren billigen Scheißdreck rumzulabern? Langsam kotzt mich das an. Wenn ihr mit euren Hobbys Geld verdienen könnt, dann würdet ihr das doch auch machen. Immer diese Heuchlerei. Was soll dieser Schwachsinn? Ey, ich sitze für manche Videos mehr als 6 Stunden, ja? Könnt ihr mal versuchen, ein Video zu schneiden. Immer dieses Rumgelaberer. Ja, ich bin gerade dabei, ein bisschen auszuprobieren, wie das so mit dem Schneiden funktioniert. Das ist verdammt schwierig und 6 Stunden sitze ich hier bestimmt auch dran. Auf gar keinen Fall länger. Also Rainer, du steckst wirklich viel Mühe in deine Videos, ja. Du bist doch mit Sicherheit auch drauf aus, dass du Partner wirst. Ich bin eh Partner. Ich habe aber dafür auch hart gearbeitet. Ich habe ja meine Abonnenten auf YouTube habe ich auch nicht erst seit gestern. Apropos Arbeit, was macht der Drachenlord eigentlich? Also ich habe ja schon vieles eben gehört, was er so angeblich macht und so weiter. Vor allen Dingen der Mann, der das Grab von seinem Vater besucht hat, hat ja davon etwas erzählt. Und er hat ja auch gesagt, dass der Drachenlord ja viele Weiber weggebannt hat und dass er doch, also der Rudi, darauf stolz sein sollte. Aber dazu habe ich ein super tolles Video gefunden. Und zwar von mitten im Leben. Rainer W. erzählt von seiner Arbeit. Das Video, sollten wir uns mal angucken. Ich hoffe, dass der Hater des Level 3, würde ich sagen, oder 4, nicht allzu böse ist, dass ich das hier reinpacke. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder sucht das scheiß Video einfach, weil wenn ich es nicht in die Videobeschreibung packe, dann habe ich es wohl halt vergessen. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Nachts ist es kälter als draußen. Ah, auch so ein interessanter und logischer Satz. Bla. Trash. Lügenlord. Metal-Leute. Rainer.W. ist 25, arbeitslos und wohnt im schönen Mittelfranken. Er geht gerne in den Wald, dort hat er genug Platz, um Blödsinn zu machen und um seine Arbeitslosigkeit vor seinen nicht vorhandenen Freunden geheim zu halten. Erfindet er fantastische Geschichten. Bis gleich. Ein Internetfreund hat Rainer heute nach seiner Arbeit gefragt. Und Rainer hat sich eine tolle Geschichte ausgedacht. Er hat einen tollen Job.
bei dem er sehr oft frei hat und viele Urlaubstage bekommt. Heute gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu tun, oder nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe heute keinen Auftrag, habe heute nichts zu tun. Ja, wir haben jetzt gleich 16 Uhr, geht stark darauf zu, also 4. Und dann werde ich mich entscheiden müssen, was ich heute Abend mache. Ja, wir haben jetzt gerade mal 16.55 Uhr. Ich bin wieder mal tierisch müde. Mein Wochenende war eigentlich ganz cool. Ich hoffe, ihr hattet auch ein cooles Wochenende. Ich war Freitag zu Hause, habe mein Zeug zu Hause gemacht. Dann Samstag war ich eben auf dem Interview, danach auf Geburtstag. Und am Sonntag war ich mit dem Kumpel essen. Und dann haben wir einfach mal stumpf uns haben uns danach noch ein bisschen Film bei ihm angeguckt und uns über diese lustige App hier informiert, also beziehungsweise lustig gemacht, das Spiel darüber gemacht. Hab mir jetzt auch schon freigenommen und alles und also nicht wieder schreiben, bist du arbeitslos. Und danach Weihnachten, wenn man dann wieder auf die Arbeit muss. Ich muss auch am Januar wieder anfangen und das, ich hoffe nicht, also ich muss am 2. oder was muss ich wieder raus oder am 3. Ich bin nicht ganz sicher, wann der erste Termin ist. Nach dem anstrengenden Termin braucht Rainer erstmal ein paar Tage Erholung. Ich habe jetzt ein paar Tage lang nichts gemacht. Ich brauchte jetzt ein paar Tage für mich Zeit. Musste mir jetzt mal ein bisschen, viele haben immer wieder gesagt, entspann dich doch mal ein paar Tage, lass mal ein paar Tage chillen, machen wir ein paar Tage nichts. Und das habe ich jetzt halt mal gemacht. Um den Urlaub noch ein wenig zu verlängern, beschließt Rainer, dass er weitere 3 Wochen an der Grieselkrätze aus Harry Potter erkrankt. Das Jahr fängt echt super an. Gleich mit der Grieselkrätze völlig flach gelegen und alles ey, voll für den Arsch. Ich habe auch überhaupt zu nichts Lust. Zum Glück macht die Grieselkrätze einen Tag Pause, damit Rainer auf das Sabaton-Konzert gehen kann. Saugeil! Metal-Leute, servus und herzlich willkommen! Dann haben wir zu Sabaton noch was. Bei Sabaton war ich ja auf dem Konzert gestern. War saugeil. Doch direkt nach dem Konzert schlägt die grausame Krankheit wieder zu. Und Rainer kann weiterhin nicht arbeiten gehen. Ja, es gibt ein paar Neuheiten. Also, merkst du davon, dass ich immer noch krank bin, dass er nichts wirklich Neues ist? Krank for the win. Ich hasse es. Ich fange schon wieder an rumzuhusten. Gerade war meine Nase komplett frei. Toll, jetzt ist sie wieder zu. Zudem hat sich Rainer jahrelang nicht die Zähne geputzt, wodurch auch die Zahnfäule und 5 Zahnarzttermine sehr gelegen kommen. Nach 6 endlos langen Wochen darf Rainer endlich wieder arbeiten. Er erwähnt das aber nur ganz beiläufig in einem Video. Servus und herzlich willkommen. Ups, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Das ist besser. Rainer erzählt auch viel Interessantes über seine Arbeitszeiten. Ja, ich habe jetzt auch endlich wieder meinen normalen Schlafrhythmus, früh um 9 Uhr aufstehen und nachmittags oder um 8 Uhr aufstehen und irgendwas in den Dreh. Und dann um 8:30 würde ich auf Arbeit fahren. Nee, um 7:30 würde ich sagen. Heute habe ich bis 14 Uhr habe ich heute gearbeitet. Um 14 Uhr war ich daheim.
dann nach Mittagessen, so gegen 2 geht es dann nochmal los. Und dann bin ich so gegen 7 meistens zu Hause, manchmal auch gegen 6. Rainer erzählt auch Unglaubliches über die Arbeit selbst. Wenn ich wieder arbeiten gehe, scheiß Schichten. Hab mir jetzt auch schon freigenommen und alles und ich hab heute keinen Auftrag, hab heute nichts zu tun. Jetzt klar ist die Sache, da ich jetzt selbstständig bin, auch wenn es keiner glaubt, ist mir auch egal. Aber da ich jetzt selbstständig bin, könnte ich, wenn ich sage, heute verdiene ich mal 50 Euro in der Stunde, dann ist es im Prinzip jede Woche Weihnachten. Aber jetzt, wenn ich früh aufstehe, kann ich halt entscheiden, verdiene ich jetzt die Woche 50 Euro oder verdiene ich die Woche bloß 10 Euro in der Stunde. Natürlich, ne? Ich habe 2 Tage die Woche, da mache ich Büro. Das heißt, ich mache da diverse Geschichten von Finanzmanagement und so weiter. Da muss man ja auch die Finanzen muss man klären, da muss man das Ganze mit der Steuer klären und so weiter. Das ist alles eine ganz schöne Menge Arbeit. Bla. Trash. Lügenlord. Ey. Beizamer Honig. Flüssig. Durch die flüssige Form des Beizamer Honigs dunkel erhoffe ich mir eine schnellere und gezieltere Lösung meines Problems. Sprich, Intelligenz und Potenz. Lina, ich glaube, es geht dich gar nichts mehr an, wie mein Bart aussieht. Du hattest deine Chance und du hast sie versaut. Tut mir leid, es ist deine Schuld. Für dich hätte ich alles gemacht und du machst so eine Scheiße mit mir. Ein paar sind öfter mal da. Ich habe immer gesagt und ich sag's immer noch, liebe dich. Aber ich hätte dir sogar eine vierte Chance gegeben. Keine Frau hat von mir je eine vierte Chance bekommen. Und das hätte ich sogar gemacht nach der Sache mit Regenbogenscharf. Wisst ihr, das ist eine Sache, die ich absolut hasse. In Anführungszeichen hasse, weil hassen kann ich ja nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann nicht hassen, ne? Und dadurch, dass ich nicht hassen kann, empfinde ich einfach viel zu schnell Liebe für jemanden. Das ist voll scheiße. Rainer, also du kannst nicht hassen? Merkt euch endlich mal, dass ihr Pisswichser in eurem ganzen Leben nie was reißen werdet und ich am Ende immer noch als Sieger dastehen werde. Und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt zu mir! Rainer, bitte gib mir einen Tipp, ehrlich. Du hast es wirklich geschafft, eine Frau zu finden. Mehrere sogar, oh mein Gott. Trotz, dass sie wissen, dass du dir Sachen in den Hintern schiebst, dass du Männern gern einen runterholst und dir dabei auch oder unter der Dusche mit Männern poppst oder dass du ein Pferd knallen würdest oder ein Wasserlebewesen, ein großes, das hast du auch mal gesagt, und so weiter, hast du es wirklich geschafft, eine Frau zu finden? Wie zur Hölle machst du das? Was ist deine Romantik? Wie überzeugst du die Frauen? Ach so, das willst du uns jetzt zeigen. Okay. Wartet mal. Mach mal's ganz professionell. Moment, dazu fällt mir eine Szene aus einem Film ein. Das inspiriert mich gerade sehr. Wirklich, du hast mich philosophisch berührt, Drachenlord. Gucken wir uns bitte noch einmal die Szene an und danach spiele ich das Video ein. Oh, danke, Drache. Danke. Willst du mich ficken? Komm schon, nimm den Knochen. Komm schon.
Komm schon, komm. Ich würde mich ficken. Komm schon. Ich würde mich durchficken. Ich würde mich durchficken. Nein. Ja, meine Freunde, das ist der Drachenlord. Er erzählt immer so, wie er gerade freie Schnauze hat. Zum Beispiel, indem er seinen Tod vortäuscht und so weiter und so fort. Das hat es alles schon gegeben. Und wenn er halt traurig ist, dann ist er traurig. Und dann muss man ihn verstehen. Denn er leidet. Und wenn er gerade wütend ist und den Prügel rausholt, dann muss man das natürlich auch verstehen. Weil er ist halt wütend. Ohne Hass. Ach Leute, naja. Ich wollte nur sagen, es gibt verschiedene Hater. Hater, Entschuldigung, ja. Es gibt da den Standard-Hater. Der hat keine Ahnung und hasst ihn einfach, weil er ist halt ein Spaß. Dann gibt es den zweiten Hater, die zweite Kategorie kann man sagen, die ihn wirklich über alles hassen. Zum Beispiel der Mann, ja, der zum Friedhof gegangen ist. Er hasst ihn und er will es Rainer schmecken lassen, dass er ein Wichser ist und sich verpissen soll. Das ist Stufe 2. Also eine Stufe, Kategorie. Und Kategorie 3 ist nette Hater, die sich richtig lustig und spaßig darüber hermachen, ne? Und irgendwelche Videos drehen. Ich weiß nicht, wozu ich gehöre. Also auf jeden Fall nicht zur Kategorie 2. Ja, und die bereichern das Internet dann mit interessanten Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Rainer Wiki, also eine richtige Website, sehr professionell gemacht ist. Ach, es gibt so viele Seiten. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr euch richtig damit auseinandersetzt, werdet ihr fasziniert sein von der reinen Mythologie, was auch immer. Und jetzt habe ich noch etwas Spezielles vorbereitet für die Leute, die natürlich keine Ahnung vom Drachenlord haben. Wir werden jetzt ein Let's Play starten, hier jetzt live. Was heißt live? Aber wir werden das jetzt hier starten. Ich werde ein Spiel zocken, das mache ich ja eigentlich nicht. Aber ein Spiel über den reinen Winkler. Also, viel Spaß. So, da sind wir bei Drache Isolation. Wir starten das Spiel. So Leute, wir gehen in den Single-Modus, klassisch, und wir müssen 8 Gegenstände finden, so wie bei Slenderman. Ich weiß gar nicht, wie viele Zettel es da jetzt waren. Ja, und wir dürfen uns vom Drachen natürlich nicht erwischen lassen. Und wir müssen durch die Tür entkommen. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe es im Internet auch noch nicht gesehen, dass einer schafft. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich will es euch hier nur mal kurz zeigen. Ihr könnt es aber gerne ausprobieren und das Spiel runterladen. Angeblich hat das ein Kumpel vom Regenbogenschaf entwickelt. Naja, fangen wir mal an. Metal, Leute. Metal. Nee. Er lädt. Oder es lädt, ne? Ja, und das Spiel ist auch nachempfunden, also dem Haus. Aber das gucken wir. Oh, Alter, ist die Maus schnell. So eine Scheiße. Hallo, ich muss die langsamer machen. So, jetzt habe ich meine Maus erstmal umgestellt. Hä, hey, was, wie, wo ist denn das? Hört ihr das? Er atmet. Damit, was ruckelt das? Damit kann ich ihn anlocken, genau. Das versuche ich jetzt erstmal nicht. Schlag ihm so die, schmeiß ihm so die Prügel raus. Komm hier hin, du Fettsack. Hä? Was geht da rum? Los. Okay, wir laufen. Wohin laufen wir? Oh, ein Scheiß. Am Montag gibt's eine fette, dicke Anzeige. Oh, das sind Ja-Brötchen zum Aufbacken. Er kommt. Ach, komm, das schaffen wir. Gibt's hier irgendwas? Ja, hier gibt's irgendwie so ein Trikot mit dem Viking drauf. Mit dem Techno-Viking. Den kenne ich noch. Scheiße, er kommt.
Scheiße. Ich gehe mal hier zu dem Hamster. Oder wo geht... Nee, warte, ich gehe hier hin. Was ist? Er kommt nicht, oder? Nee. Okay, dann gehe ich hier rein. Ach komm schon, hier muss irgendwas rumfliegen, ey. Wirklich, ich hab's wirklich noch nie geschafft. Ich hab's auch noch nie so oft gezockt. Bin jetzt nicht so der Drachen. Schlag ihm so die... Schmeiß ihm so die Prügel raus! Nein, lauf! Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Du Wichser, du! Den ganzen Trollring gesehen und den kann ich wahrscheinlich... Naja, Leute. Also, es gibt auch ein Spiel, ja. Traurig, aber wahr. Aber geil! Ja, jetzt im Nachhinein habe ich gehört, dass die Musik im Spiel viel zu laut war. Aber, es ist halt eine Menge Arbeit, sowas hier zu machen. Ihr müsst mal ein Let's Play aufnehmen, ne? Also da sitze ich manchmal 6 Stunden bei. Nein, Spaß beiseite. Ich habe wirklich viel Scheiße auf YouTube gesehen. Wirklich viel Scheiße. Und zwar ist das Ganze heute die Finger-Challenge. Sprich, wir stecken uns gleich immer verschieden viele Finger in den anderen und der jeweils andere, der die Finger im hat, muss dann erraten, wie viele Finger. Kennst du dieses Gefühl, wenn du gefingert wirst und du denkst einfach, du musst mal furzen? Oh, du bist so eine eklige Bitch. Ew. Rat jetzt. Ich hab Angst. Ich würde sagen, Mittelfinger und Zeigefinger, also 2. Oh! Richtig! Hey, ja! Queen Zed is in the game, Bitch. Ja, genau das meine ich. Aber Rainer Winkler, der toppt ja fast alles. Bis auf die beiden da eben. Also das ist schon wirklich krankhaft. Na ja, gut, Leute. Im Endeffekt ist ja jedes Zimmer in deinem Haus mit irgendeinem Videoformat oder irgendeinem Video verbunden. Magst du uns vielleicht mal kurz rumführen? Naja, also hier ist natürlich das... Das ist die Hauptzentrale sozusagen. Sozusagen, ja. Das Arbeitszimmer und das Thumbnail. Ja, das habe ich auch von Fans geschenkt bekommen, das Poster. Ziemlich geil. Sieht das halt noch schlimmer aus als sonst eigentlich, weil ich jetzt halt überhaupt nicht aufgeräumt habe. Ja, wenn ich Besuch bekomme und Leute meine Wohnung oder mein Haus filmen, dann räume ich natürlich auch nicht auf. Nein! Ja. Das ehemalige Tuch meiner Schwester. Und natürlich... Wieso ist da ein Loch in der Tür? Meine Schwester. Hat einfach mal mit dem Fuß durchgetreten. Ja, die Schwester, ich weiß. Und sie hat auch ewig für ihren Führerschein gebraucht. Nicht so wie du, du hast zwar auch ewig gebraucht, aber sie hat noch länger gebraucht. Was war das, 5 Jahre? Ich habe keine Ahnung mehr, irgendwas hast du da mal erzählt. Warum ziehst du eigentlich deine Schwestern dort in den Dreck? Sie ist der einzige Mensch, der dir irgendwie hilft, indem er sagt, also in dem Fall der Mensch, dass du aufhören sollst, diese Videos zu machen, weil du sowieso keine Freunde oder keine Abonnenten hast, die es wirklich ernst mit dir meinen. Und sie hat recht, meine Fresse nochmal, wie kann man... Ach ja, ein Rainer Winkler. Küche. Wobei man hier sagen muss, da wird echt jetzt noch umgebaut. Das Zeug, das soll rüberkommen. Ja, yep, hier wird umgebaut. Ja. Yep. Hier ist dann halt, ja. Ach gucke, das ist ja... Der Greenscreen-Raum. Ach so. Da könnt ihr unbedingt noch eine Lampe mal wieder hinmachen, dass ihr ein sanfteres Licht noch habt. Ich habe halt links und rechts die kleinen Softboxen. Eine steht ja momentan oben. Die haben wir jetzt gerade gesehen. Da steht die normalerweise hier. Und dann die halt da drüben. Und ja, ein Reflektorschirm habe ich jetzt probeweise mal genutzt. Du hast aber schon einiges runtergekloppt, hä? Ja, ich habe halt überall Baustellen im Moment im Haus, ne? Weil alles muss ein bisschen umgeräumt werden. Mhm. Ja. Na, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Nö, nur halt umbauen momentan. Und der Tisch ist halt saugeil. Echtes Marmor. Ja, das ist fantastisch, dieser Tisch. Echtes Marmor. Ich denke mal, das ist echtes Marmorstein, nicht unecht. So ein Tisch ist natürlich ein paar hunderter wert. Ne? Keller vom Lustlord. Ungefähr. Und ja, da ist halt auch noch Baustelle. Ja, auch noch eines zu tun, ne? Ja. Ah, hier hattest du auch mal gefilmt, ne? Da habe ich auch mal kurz gefilmt, ja. Er kommt. Tja, so krank ist das Spiel dann noch nicht, ne? Der einzige Unterschied ist, dass es im Spiel dunkel ist und in der Videoaufnahme eben halb helllichter Tag. Naja gut, Leute. Wenn ihr das komplette Video sehen wollt, dann müsst ihr zum dunklen Parabelritter gehen. Ich meine, so heißt der Mann. Oder einfach eingeben, Drachenlord Ruhmtour.
Ja, dann könnt ihr nämlich euch noch den Keller und so weiter angucken, wenn ihr da so ein Interesse habt. Ich möchte nämlich jetzt hier nicht alles spoilern, sonst guckt ja keiner mehr das Video von unserem Freund. Ja gut, alles klar, Leute. Ich verabschiede mich. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, euch noch ein paar Videos zu zeigen. Ich meine, ich habe noch genug auf dem Rechner und ich wüsste noch tausend Sachen, die euch wirklich zeigen, was das für ein Mensch ist, also was der alles gemacht hat. Es ist unfassbar, wie viel Hass in dieser Person steckt und wie er sich dann immer gibt, als wäre er der Netteste. Und genau das ist der Grund, warum er diesen Hate zu spüren bekommt. Die Leute wollen, dass er aufhört, sie wollen ihn drängen. Viele wollen es natürlich auch nicht und haben ihren Spaß dabei. Und andere, finden ihn einfach nur zum Kotzen scheiße und gehen ihn einfach nur aus Spaß auf den Sack. So Leute, in diesem Sinne, also in dem Sinne des auf den Sack gehens, bedanke ich mich bei jedem, ja, der mich hier unterstützt hat mit einem Klick. Ich bettel nicht oft, aber bitte gebt dem Video einen Daumen oder verbreitet es. Denn es hat scheiße nochmal lange gedauert, ja, und das ist eine ganze Menge Arbeit, die da drin steckt. Schneidet ihr mal ein Video. Und außerdem das Schlimmste daran ist, ich musste die ganze Zeit Rainer Winkler sehen. Stundenlang. Naja, gut, Freunde. Ich muss jetzt erstmal in eine Therapie und ein paar Pillen schlucken. Macht's gut. Ja, was kann ich dir erzählen, Rudolf? Halt es mal aus. Dein Sohn macht sich prächtig. Er ist beruflich sehr erfolgreich. Selbstständig. Im Mediengewerbe tätig. Sehr viele Fans. Riesiger Erfolg bei Frauen. Er hat praktisch eine Frau nach der anderen. Das ist unfassbar, wie er sie durchzieht und wegknallt. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Er ist, wie gesagt, er ist bescheiden. Er ist gütig. Er ist erfolgreich, er hat sich alles wirklich selbst hart erarbeitet und er pflegt wirklich dein Haus und dein... ich kann aber nicht ganz bleiben. So, Rudi, altes Haus. Um dich gnädig zu stimmen, haben wir noch einen schönen Monster-Drink für dich. So, da. Bitte, werd kein Zombie, komm nicht wieder, tu mir nix. Ich würde sagen, ciao, Kakao. Ihr habt keine Chance! Traut euch, kommt zu mir! Verdammt, Arschlöcher! Lügenlord, Lügenlord, Lügenlord. Ja, okay, ein Video habe ich noch, das ich euch zeigen möchte. So als krönendes Sahnehäubchen, krönender Abschluss, krönender Penispumpe, was auch immer. Also, ich sag schon mal Tschüss. Und wer wirklich hardcore genug ist und immer noch nicht die Schnauze voll hat, der kann sich das noch reinziehen. Tschüss. Wie, ihr vergesst den Daumen, schmeiß euch Müll raus! Und ich habe mir einfach gedacht, ich bin normalerweise keiner, der schlecht über andere Menschen redet, speziell nicht dann, wenn er sie gar nicht kennt. Lügenlord. Lügenlord. Alter, was seid ihr? Sagt mal, was seid ihr eigentlich für kranke Bastarde, diese Alter? Diese verfickten Spastiker, die kein eigenes Leben haben und nur ihre Dummheit zur Schau stellen wollen, die kommen hierher und machen Scheiße, ohne Mist. Bitte hör auf zu beleidigen. Dann hört endlich auf mit eurem Mist, hey. Ich will den Low-Level-Chat immer anhaben, weil ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Und ich will ihn von meiner App aus steuern können. Aber du sitzt im Rollstuhl. Weißt du was, du verfickte Bitch, Alter, leck mich am Arsch. Und stirb in der Hölle. Summer Breeze laufen und wirklich jeder Lülülü schreien würde, würde ich mir irgendeinen packen, den größten und härtesten von alle. Hau ihm mit einem Kick aus der Drehung eine rein, der liegt am Boden, rührt sie nicht mehr, und dann schau erst mal alle blöd aus der Wisch. Und wenn wirklich viele tausend da stehen würden und alle Lülülü schreien würden, oder Lelele oder sonst was, oder Regenbogenschaf oder sonst irgendwas für einen Schwachsinn labern würden. Ich glaube, dann würde ich einfach mal zeigen, dass ich mehr drauf habe, als nur zu reden. Fickt euch mit eurem verfickten Regenbogenschaf und lernt mal einen neuen Text, Alter. Das ist immer die gleiche Kindergarten-Scheiße, Alter. Ihr Erwachsenen kommt in der Realität an, ihr Stieß, Alter. Euer verkackter Wichser, Alter. Der hat keine Eier in der Hose und hat keinen Verstand im Kopf. Und jetzt sterbt in der Hölle, ihr Assis, Alter. Scheiß Regenbogenwichser. Hey, die haben echt keinen Respekt vor den Toten. Sagt mal, habt ihr echt noch eine Macke im Kopf, Alter? Wie wird's euch gefallen, wenn eure Eltern tot sind und ich mich darüber lustig mache?
Ey, ihr habt doch echt nicht mal alle Tassen im Schrank, Alter. Ich hab keinen Bock mehr mit dem Scheißdreck, Alter. Wichser, könnt mich mal. Ey, ohne Scheiß nochmal. Da krieg ich jetzt aber echt zu viel. Ihr habt doch echt nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Ihr könnt eingesperrt und zwar alle miteinander. Die so eine Scheiße schreiben, ey, ohne Mist. Ich hab mir einfach gedacht, ich bin normalerweise keiner, der schlecht über andere Menschen redet. Speziell nicht dann, wenn er sie gar nicht kennt. Regenbogenschaf ist ein riesiges Lügenarschloch. Und ein guter Mensch ist was anderes. Ey, ohne Dreck, Alter. Ist irgendein Moderator da, Alter? Ich will, dass dieser okay, dumm so gelöscht wird. Der wird ausgenockt, Alter. Der soll sich verpissen. Der soll nie wieder hier auftauchen. Genauso wie dieser andere Spasti, Alter. Ohne Fuck, Mann. Irgendwann geht's auch mal zu weit. Hör auf, da rumzufliegen, du verdammtes Viech, Mann. Ey, ich will, dass dieser Bastard ausgelöscht wird. Ach, und die verfickten Wichskinder, Alter, haben jetzt auch schon wieder das ganze Forum gesprengt. Ja, gut, wenn ihr Dreckswichser eigentlich schon wieder keinen Bock mehr habt, dann lassen wir das Forum eben ganz... Fick dich ins Knie. Du bist ein Spastiker, Alter. Junge, ganz ehrlich, wer hat dir bitte ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren? Du bist so eine Witzfigur, das gibt's nicht, Alter. Ach, der Idiot wieder. Alter, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Der Typ hat nicht nur einen Psychokollaps in der Bühne, sondern der hat eine Wahnvorstellung. Der Typ ist der hat eine einzige Wahnvorstellung. Du Junge hast echt so einen psychologischen Kollaps, Alter, dass ich mir echt Sorgen mache. Du gehörst eingewiesen, Alter. Das Schaf hat einen Scheiß von wegen 300 Zuschauer. Fick dich ins Knie. Ey, ohne Scheiß, der Spastiker ist schon wieder da. Das kann doch nicht sein. Moderator, bist du noch da? Kannst du den Typen mal raushauen, bitte, und mir mal eine Info geben? Da ist er schon wieder, Alter. Moderator, könnt ihr den jetzt nicht mal einen Arschdruck geben, dass der verdammte Wichser sich verpisst? Ihr habt nicht mal alle Tassen im Schrank und ihr seid kranke Mistwichser. Ich mach weiter, bis ihr mir den Schädel einschlagt oder ich euch euren. Capito? Keine Angst von euch Assis. Und jetzt haltet endlich die Fresse und Schnauze halt. Und wenn jemand vor meiner Tür steht, dann kann er gerne meinen Fuß in die Schnauze bekommen, wenn er unbedingt meint. Ach, fick euch. Okay, der Wichspisser, ja? Ihr könnt euch gleich mal verpissen. Denn wir sind immer noch stärker als ihr. Und ihr könnt mich seit 2 Jahren nicht besiegen, ja? Ihr versucht mich seit 2 Jahren fertig zu machen und seit 2 Jahren bin ich mächtiger. Merkt euch endlich mal, dass ihr Pisswichser in eurem ganzen Leben nie was reißen werdet und ich am Ende immer noch als Sieger dastehen werde. Solltet ihr euch vielleicht mal merken, ihr kleinen Pisswichser, Alter. Ganz ehrlich, ich bin normalerweise echt nicht für so einen Scheiß, für Hass oder sowas, aber macht die Wichsau fertig. Ich hab keinen Bock mehr auf seinen Kindergarten, ehrlich. Wenn du nicht die Eier hast, dich selber bei mir zu sagen, was dir nicht passt, du Wichsgribbel Arschloch, ja? Also hier Regenbogenwichser, ja? Feige Drecksau, dass du in deinem ganzen Jahrhundert niemals was reisen wirst, ja? Ich hab mir alles erarbeitet, ja? Und du hast keine Ahnung vom Leben, Alter. Du laberst den ganzen Tag nur rum. So ein kleiner Wichsgribbel bist du, Alter. Kannst gerne eine auf die Fresse haben. Komm her, besuch mich, Alter. Klingel. Komm her, Wichsgribbel, Alter. Ich fetz dir so eine aufs Maul, dass du es in 10 Jahren noch spürst, Alter. Und du kriegst einen verfickten Wichsblock, Alter. Das trauen sich die Hater nicht. Klar, weil es ein Haufen kleiner Wichskind-Gribbel sind, Alter. Die nicht mal die Eier in der Hose hätten, wenn man ihnen 50 Reiners Vater lebt. Würde. Reiners Vater lebt. Ja, du Wichser, Alter. Ich geb dir gleich, mein Vater lebt, Alter. Wenn mein Vater noch leben würde, würde er dir so Schellen geben, dass du in 20 Jahren noch stirbst, Alter. Hier die Spastiker, Alter. Rainer Gebaru, Rainer ist fett und matt. Warum können ihr diese Spastis denn einfach raushauen, dass die einfach mal geblockt sind, Alter? Warum kommen diese Wichskind-Gribbel immer wieder? Wir lassen die kleinen Pisswichser jetzt mal spammen. Für alle meine Fans, schreibt da mal nett die kleinen Pisswichser, sonst darfst du mir ihr ganzes Gespamme machen. Es gibt mir nämlich Coins und Erfahrung. Und die Pisswichser haben am Ende sowieso nichts Besseres zu tun. Blöde Pisswichser. Hast recht, du weißt wieder mehr über mein eigenes Leben als ich, du Spasti. Leb wohl in der Hölle. Warum so viele Hater hier sind? Weil es Spastis sind. Solche Schwachmaten, ey. Und wenn ich bloß 10.000 Abos hätte, ich würde trotzdem mit dem gleichen Elan weitermachen wie vorher, weil die ganzen Spastis von Hatern, wenn die mich mal deabonnieren würden und endlich mal die Fresse halten würden, weil sie nie gewinnen können, dann hätte ich endlich mal gewonnen. Auch mal wieder dieser ganze Low-Level-Wix-Scheiß da einfach nicht funktioniert und die Moderatoren hier wieder mal unfähig sind. Also fickt euch Moderatoren ganz ernsthaft. Ihr könnt und, ich habe mir einfach gedacht, ich bin normalerweise keiner, der schlecht über andere Menschen redet, speziell nicht dann, wenn er sie gar nicht kennt.